Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und es tut mir wahnsinnig leid. Wahnsinnig leid, aber ich muss euch heute mitteilen, dass der Sommer jetzt vorbei ist und jetzt Weihnachten ist. Ja, laut den ganzen Drogerien ist jetzt schon Heiligabend und ich habe hier die ersten Adventskalender für euch und wir starten heute mit dem Trended Up Adventskalender 24 Tage of a Beautiful Xmas und wir werden ihn heute auspacken. Falls ihr nicht gespoilert werden wollt, ich blende euch hier eine Zahl ein, dass ihr bis zum Ende springen könnt. Und dann sage ich, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht, damit ihr, falls ihr ihn haben wollt, nicht gespoilert werdet. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich weiß nur, dass ihr die Videos eigentlich ganz gerne schaut. Warum Adventskalender an. Also ich verstehe es, aber ich verstehe es halt auch nicht. Adventskalender ist ja dafür da, um überrascht zu werden. Und wenn ich das auspacke, dann ist die Überraschung weg. Deswegen dachte ich mir, okay, ich blende euch einfach am Ende eine Sequenz ein, wo ich so ein kleines Fazit zu den Produkten da lasse. Und ich freue mich, falls ihr Lust habt, bis zum Ende dran zu bleiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich lade jetzt jeden Sonntag einen Adventskalender-Unboxing hier hoch. Drei sind schon da, die nächsten vier sind bestellt. Also wir haben die nächsten Wochen einiges zu tun und ich würde vorschlagen, wir starten. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende. Ah. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende gehabt. Lieben wir die Lippenkombination? Ich glaube, ich brauche ein Gloss. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende gehabt und seid bereit für ein Adventskalender-Unboxing. Der Schätzelein hat 25,95 Euro gekostet. Und hier steht auch alles schon drin. Ich mache das mal auf. Sieht so aus. Deckblatt finde ich jetzt persönlich nicht so ansprechend. Ich weiß nicht, wer sie ist. She's cute, aber ne, so Merry Christmas. Aber das ist nur die Rückseite. Okay, das ist einmal der Adventskalender und wir können ihn so auf. Wir können ihn so aufklappen und haben ein sehr. Okay, ja doch, muss ich sagen, ein recht schönes Design. So ein bisschen in pastelligen Farben mit so minimalistischen Weihnachtsbäumen. Und oh, cute, eine Schneeflocke aus Lippenstiften und Schwämmchen-Applikatoren und Nagellacken. Okay, gefällt mir gut. Ich werde das Ganze auch nicht sortiert öffnen. Also ich fange nicht bei der 1 an und höre bei der 24 auf, weil dann wisst ihr ja auch, an welchem Tag was drin ist. Aber wir hoffen mal, dass das Ganze so ein bisschen anders ist. Oft ist bei Adventskalendern so, und das kommuniziere ich offen mit euch, das ist ja auch im Prinzip nichts Schlimmes, dass Adventskalender von Firmen selber meistens Produkte drin sind, die nicht so gut verkauft wurden, wo die Shelf-Life recht kurz war oder die man recht günstig in einer großen Anzahl produzieren kann. Ist völlig in Ordnung und es macht ja auch Spaß, so einen Adventskalender zu öffnen. Ich bin gespannt, was ich dieses Jahr für Adventskalender haben werde. Und wir starten einfach mal mit einer Zahl. Als erstes haben wir hier eine Mascara. Das ist die Number One Mascara. Da erinnere ich mich, so eine war schon mal vor 3 Jahren, glaube ich, da. Ist gut, ist eine solide Mascara. Übrigens, alle Produkte, die in den Adventskalendern sind, kommen in eine Verlosung. Vor Weihnachten kommen natürlich auch bei mir mehrere Videos, um uns so ein bisschen auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Und ich dachte mir, ich packe einfach in jedes Video eine Verlosung. Und vor Weihnachten gibt es wieder 24 Pakete für 24 Jungs und Mädels von euch. Deswegen, das ist eins davon. Wir machen mal ein kleines auf. Okay. Das ist was Neues. Das ist ein Pure Color Pigment. Das ist ein loses Pigment. Und das habe ich in einem Adventskalender ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Das kann man als Make-up benutzen auf die Augen. Ich glaube, dass man das aber auch gut für die Nägel benutzen kann. Coole Sache, ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich sammle, habe ich euch noch nie erzählt, ne? Aber ich sammle ja so lose Pigmente. Ich benutze sie nie, aber ich sammle sie, weil sie so schön sind. Irgendwann, ich verspreche es euch, ich manifestiere es hier in diesem Video, irgendwann werde ich mich komplett von oben bis unten, also von hier bis hier, ne? Sonst ist es zensiert, mit Mono Duochrome Schimmerpigmenten einreiben und dann so, wie so eine Goddess. Okay, sehr, sehr gut, 10 Punkte dafür. Kriegt das immer so schwierig raus. Okay, wir haben ein Ultra Matt Lipstick in einem Hot Pink. Nee, gar nicht. Hä? Schaut mal hier die Farbe. Und hier. Ist so ein Beereton, ist eine schöne Farbe, glaube ich, wird einigen gefallen. Ist halt. Nee, ist Quatsch, ne? Ich wollte gerade sagen, ist halt DM-Eigenmarke, aber es ist der ganze Adventskalender. Okay, ein Lippenstift. Dann haben wir hier. Ich muss es anders machen. Einen Ultra Smoky Lip Liner in so einem lila Ton kann ich mir gut auch zu dem Lippenstift vorstellen, den als Kontur und dann mit einem helleren Ton einfach auf die Lippen geben.
Schreibt mir gerne einmal in die Kommentare, was euch an Adventskalendern wichtig ist. Ich habe in den nächsten Videos auch noch verschiedene. Wir haben einen von Invisibobble. Und der Rest, Freunde, Spoiler-Alarm, Invisibobbles und so eine Waver-Aktion. War ein totales Quatschvideo, wird mir gerade bewusst. Brauche ich nicht hochladen. Glaube ich, wir haben einen von, was ist das, Alverde. Also wir haben einige Produkte. Das ist jetzt DM und bei Rossmann kommen die ja jetzt dann auch bald raus. Da freue ich mich schon. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch an Adventskalendern wichtig ist. Ein recht großes. Das ist ein Holo Finish Powder. Das Packaging ist cool. Das ist auch so ein bisschen holo. Ein loses Finishing- und Fixierpuder, das sich wie ein holographischer Weichzeichner über das Gesicht legt und der Haut ein seidig strahlendes Finish verleiht. Wollen wir den ausprobieren? Das schreit nach Maxim, oder? Hier ist auch eine Puderquaste mit drin. Wir können ein Full-Face-Adventskalender-Make-up machen. Irgendwann mal. Ich hole nur so ein bisschen raus. Ich will es nicht ganz aufmachen. Oh, sieht aber sehr glitzerig aus, oder? Okay, wir haben recht... Okay, gut, dass ich mir das nicht ins Gesicht gegeben habe. Was ist das? Also, ist cool, aber da, ne, ist klar, ist ein Holo-Powder, aber das ist halt lila und rosa. Also vielleicht so punktuell als loser Highlighter. Ich weiß es nicht, ist schon spannend, ne? Aber ich will es jetzt nicht auf das Make-up geben, ich brauche das Make-up heute noch ein paar Mal. Okay, ne? Ihr könnt mir gerne zu jedem Ding was in die Kommentare schreiben, da bin ich gespannt. Klein oder groß? Die, ach ja, mein Geburtstag, machen wir mal auf. Immer, immer. Und zwar ein Nagellack. Oh, warte mal, was war denn das für ein Adventskalender? Letztes Jahr, erinnert ihr euch? Vielleicht könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen. Da waren 24 Tücher mit drin. Aber ich glaube, es waren 16 Nagellacke. Okay, weiter geht es. Wir haben hier ein Argan Oil Care and Color Lip Gloss. Sehr schöne Farbe, habe ich persönlich noch nicht probiert. Packaging sieht aber ganz spannend aus. Dann haben wir hier einen, angepasst an die Saison, ein Christmas Nail Polish. Der hat so, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, so ein bisschen goldene Partikel mit drin. Ist so ein bisschen Limone, Gold, so ein grünliches Gold. Sieht spannend aus. Wenn ich Nagellack, kann ich mir gut als Topper über einen schwarzen Lack vorstellen. Dann haben wir hier einen Sheer Shade Lipstick. Das ist ein ganz, ganz kleiner Lippenstift bzw. ein Lip Liner in einer sehr schönen Farbe. Geht so ein bisschen in diese Mauve-Richtung. Okay. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ich bin aber auch nicht so, ihr kennt das, ich bin nicht so im DM vertreten so oft. Eine Eye-Contour-Palette in superschönen Farben. Also das ist eher so ein bisschen was Besonderes. Das sind wie so kleine Kugeln, seht ihr das? In einem schönen Grün, in Braun und Schimmer. Würde gut zu einem Weihnachts-Make-up oder einem Silvester-Make-up passen. Gefällt mir gut. Ist jetzt auch nicht extra angepasst, glaube ich. Also vom Design her an Weihnachten. Schöne Palette, habe ich so noch nicht gesehen. Dann haben wir ein Natural Radiant Highlighter. Der sieht recht dunkel aus, aber auch da muss ich sagen, gut, dass es nicht nur für helle Haut gemacht ist, sondern auch ein bisschen was für dunkler. Ansonsten kann ich mir den gut vorstellen auf den Augen zum Beispiel. So als kleiner Akzent. Ich habe ja auch heute so einen auf den Augen drauf. Um so einen leichten Wet Look zu haben, mag ich sehr gerne. Dann haben wir hier einen Mono Eyeshadow. Da muss ich sagen, die sind sehr, 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 sehr gut von DM. Da kam gerade die Post. Da muss ich sagen, die sind sehr, sehr gut von Trended Up. Die kann man super als Blushes benutzen. Auch hier für dunkle Haut sehr, sehr schön. Oder als Lippenstift, als matter Lippenstift. Einfach ein bisschen nass machen, auf die Lippen geben. Mega. Probiert's aus. Okay, dann haben wir ein High Intense Nail Hardener. Wie gesagt, mit Nagellacken kann ich persönlich nichts anfangen. Aber man weiß es mittlerweile, dass in Adventskalendern viele Nagellacke drin sind. Und ich weiß, viele Mädels, viele Jungs sammeln Nagellacke. Go for it. Nagelhärter. Dann haben wir hier ein Nail Polish in so einem schönen Mintton. Die Farbe gefällt mir persönlich bis jetzt am besten, weil das so ein bisschen in die Frühlingsrichtung. Und dann haben wir hier noch einen Two-Tone Lipstick. Das ist so ein bisschen an Korean Make-up inspiriert. Auch cool, dass es mal was Neues ist. Habe ich so auch in Adventskalendern noch nicht gesehen. Ist Quatsch am Ende, weil am Ende habt ihr eh beide Farben drauf. Es sei denn, ihr nehmt erst so die Kontur und dann so und nehmt einen dunklen Lip Liner und einen hellen Liquid Lipstick, so wie ich. Packt dann Gloss drauf. Aber schön, dass es mal was anderes ist. Man muss ja auch mal was Positives sagen, ne? Also letztes Jahr war ich wirklich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, wisst ihr was? Ich habe allein für die drei Adventskalender hier schon über 150 Euro ausgegeben. Und da sind meistens Sachen drin, über die...
Ne? So. Und ich habe überlegt, ob ich es mache oder nicht, aber es macht ja irgendwie doch Spaß. Dann haben wir hier noch einen Nagellack, aber das sind so, glaube ich, diese Mini-Größen, ne? Auch in so einem Goldton, auch hier würde gut zum Outfit passen. Schön. Und hier haben wir noch ein Ultra Wear Nude Pen. Den soll man als Lippenstift benutzen, aber das könnte man bestimmt auch als Augenbase benutzen. Coole Sache, schöne Farbe. Haben viele was davon. Okay, weiter geht es mit so einem typischen Adventskalenderprodukt, einer Nagelfeile. Das ist halt so ein Filler, ne? Hauptsache, der Adventskalender wird irgendwie voll, ist okay. Man muss ja auch gucken, wo man bleibt. Dann haben wir hier ein Glorora, was ist das denn für ein Name? Glorora Lipstick. Packaging ist süß. Was ist das denn? Oh, ich bin so ein dummer Frosch. Ich habe gedreht, habe es kaputt gemacht und man hätte es einfach nur rausziehen müssen. Ist halt auch, ich würde auch sagen, dass das wie so ein Highlighter ist. Seht ihr das? Das schimmert so ein bisschen. Ich will es jetzt nicht swatchen, weil ich das euch geben möchte. Kann man auch wahrscheinlich wieder sehr vielseitig einsetzen. Und, krass, auch eine zweite Lidschattenpalette. Das ist die The Nudes Selection. Eine sehr natürliche Palette, würde ich sagen, mit so einem Schwämmchen-Applikator drin. Auch hier, ich glaube, wenn man das so ein bisschen mischt mit den anderen Produkten, kriegt man da schon einen guten Look raus. Wie gesagt, ich komme immer mehr so in die Richtung, dass ich sage, vielleicht machen wir wirklich mal einen Adventskalender-Make-up-Look. Oh, wow. Das ist ein Morphing Shimmer Eyeshadow. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber da sind so grobe und kleine Glitzerpartikel mit drin. Das sieht genauso aus wie das, was ich auf den Augen habe. Und ich trage auf den Augen so einen Mono-Lidschatten von Natasha Denona. Also es sieht ganz genauso aus. Sehr, 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 sehr schön. Wir haben einen Ultra Matte Lip Cream Liquid Lipstick. In einer movige Farbe. Das ist halt immer das Schöne, ne? Da sind keine Sachen drin, die Quatsch sind, so von Farben. So, Ich glaube, von NYX gab es mal einen Adventskalender, meine Freunde. Da waren lila Lippenstifte, lila Liquid Lipsticks, grün, gelb, alles drin, was halt die breite Masse im Alltag auch nicht benutzt. Und das ist dann für mich Geldverschwendung. Hier haben wir eine schöne Nude-Farbe, gefällt mir gut. Nude gefällt mir immer gut. Und dann haben wir hier ein Bronzing Lipstick. Das ist auch wieder so eine Sache. Was ist denn das für ein Name? Was ist denn hier an Bronzing? Das ist rot. Perlglanzpigmente in bronzefarbenen Tönen. Das ist rot. Das ist nicht Bronze. Aber gut. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Oil-Free Mascara. Auch die lasse ich zu. Die ist schwarz. Und das waren tatsächlich auch schon alle Produkte aus dem Trended Up Adventskalender. Hier ist mein kleines Fazit für euch, ihr lieben Mäuse. Also ich muss sagen, ich habe mit mehr Quatsch gerechnet. Weil oft ist es wirklich so gewesen in den letzten Jahren, dass da wirklich viel Mist drin war. Hier war jetzt eine Nagelfeile mit drin und demnach für mich nur ein richtiges Filler-Produkt, was ein guter Schnitt ist, muss man sagen. Und das kann man auch mal spiegeln. Und vor allen Dingen ist es ja auch wichtig, wenn wir YouTuber diese Videos machen, die Firmen schauen sich diese Videos an und die kriegen schon mit, was gespiegelt wird. Die lesen auch eure Kommentare. Also wenn ihr sagt, hey, ihr habt kein Bock mehr auf Nagellacke. In 2-3 Jahren werden keine Nagellacke mehr drin sein. Also unterschätzt nicht die Kraft, die ihr in den Kommentaren habt, uns gegenüber, aber auch den Marken. Und deswegen würde ich sagen, das war ein solider Adventskalender. Man kann auf jeden Fall ein komplettes Make-up mit schminken, ne? Abgesehen klar von Foundation und Concealer und so. Hat aber super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass das für einige von euch definitiv was sein könnte. Ihr findet die Produkte natürlich auch schon auf der Webseite. Da habe ich sie ja auch gekauft. Und ich bin gespannt, wie ihr den Kalender fandet. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns hier morgen schon wieder zu einem neuen Video. Passt auf euch auf!